Das hier sind kleine Cheeseburger Bombs und da befindet sich halt wirklich was drin. Wie ich diese gemacht habe und was ich dafür Zutaten benutzt habe, seht ihr genau in diesem Video. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für unsere Mini-Cheeseburger-Bombs. Und zwar, wir brauchen einen Hefeteig. Das ist jetzt der Hefeteig von den Finisher Buns. Verlinke ich euch unten, falls ihr das Rezept noch nicht kennt. Dann brauchen wir Bacon, ein bisschen Gurke, logischerweise Fleisch. Das sind die Mini-Burger-Patties von der Veggie-Bude und natürlich Käse. Ja, gegrillt werden die Mini-Burger-Patties jetzt natürlich auf starke, direkte Hitze. Das ist jetzt für euch nichts Neues. Das mache ich jetzt pro Seite ungefähr eine Minute, anderthalb Minute. Dann geht es gleich weiter. Hier seht ihr jetzt diese kleinen Kügelchen. Ich habe jetzt von meinem Teig, was ich euch da unten her verlinkt habe, 50 Gramm genommen und habe da diese kleinen Kügelchen genommen. Und hier seht ihr jetzt ein kleines plattgedrücktes Ding. Das ist auch normal. Wir nehmen Cheddar-Scheiben und zwar eine Scheibe in vier Teilen geteilt. Die legen wir als nächstes erstmal hier in die Mitte. So richtig schön versetzt. Da noch ein, da noch ein. Jetzt nehmen wir hier diese kleinen Gürkchen, die ihr vorhin gesehen habt, legen die hier drauf. Weil auf dem Cheeseburger sind auch Gürkchen drauf. Ich nehme noch eine kleine Scheibe. Jetzt kommen wir zum Bacon. Da nehmen wir ja von einer ganzen Scheibe Bacon einmal eine Hälfte davon und natürlich halt diesen Mini-Burger und den gilt es jetzt zuzumachen. Ihr habt da unten ja dieses platte Ding liegen und jetzt zieht ihr im Prinzip den Teig quasi nach oben. Von jeder Seite, das macht ihr hier vorne auch, auf dieser Seite, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt ist es für euch halt wichtig, ihr habt jetzt hier den Burger, hier drin seht ihr, ist der Käse, oder wisst ihr, dass der Käse da drin ist und jetzt müsst ihr hier unten, so gut es geht, eine Abschlusskante zu bekommen, weil hier unten kommt jetzt alles durch, das heißt, ihr macht jetzt im Prinzip nichts anderes und zwar nehmt ihr den Teig und kreuzt ihn. Also sprich, von hier noch ein bisschen nehmen, von hier noch ein bisschen nehmen, dass ihr hier an der Seite so eine Oberflächenspannung bekommt, ja. Dann geht es gleich am Blech weiter. Da haben wir sie, die kleinen Bomben. Was drin ist, habt ihr gerade gesehen. Das Ganze muss jetzt noch für circa 45 Minuten am warmen Ort gehen. Das heißt, wir legen da jetzt gleich ein Handtuch drauf. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. 45 Minuten sind jetzt rum. Jetzt gucken wir mal nach. Sehen die nicht toll aus? Richtig schön aufgegangen und die heißt es jetzt grillen. Den Grill selbst habe ich jetzt auf starke indirekte Hitze vorbereitet mit einem Pizzastein in der Mitte. Der hat jetzt ordentlich Hitze bekommen, das heißt ich liege jetzt ungefähr bei 200 Grad und da kommt das jetzt mit diesem Blech komplett hier auf dem Stein oben drauf und da drin wird das jetzt erstmal für die nächsten 20 Minuten gegrillt. Gute 20 Minuten sind jetzt rum. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt, sehen die nicht perfekt aus. Ich nehme sie jetzt erstmal runter und dann geht es am Brettchen weiter. Haben wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen auf dem Brettchen und ich bin richtig, ja, ich kann es kaum erwarten. Ich schneide mal hier direkt mit in der Mitte auf. Super, super fluffig. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es halt im Inneren aussieht. Sieht das nicht geil aus? Ja, ich würde sagen, das ist gelungen. Gibt es jetzt noch ein Finish-Bild. Und dann war es das mit den Cheeseburger-Bombs. Ja, das war das Video zu den kleinen Cheeseburger-Bombs und ihr habt selber gesehen, was da drin ist. Ich freue mich drauf, ich möchte jetzt gleich essen. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für die genauen Mengenangaben oder andere Rezepte schaut einfach auf tobiasgrill.de nach und abonnieren könnt ihr mich auch. Das findet ihr wie immer da unten.